So, Leute, sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal Dominaria United. Ihr seht schon, den Ajani, den Verräter Ajani, oben auf dem Booster drauf. Und gucken wir uns mal an, was wir haben. Und keine Karte von der Liste. Schade. Aber Liste hier war sowieso nicht mehr. Wir haben noch eine Jaya. Cool. Einen Plains mit irgendwas Gefälltem in Robotermäßigem. Bone Splinters. Ein schwarzes Mana Sorcery. Dazu ist die Kosten, dass wir eine Kreatur abfahren und wir zerstören eine Kreatur. Ist nicht schlecht. In Thrall to the Pit. Vier Mana Sorcery mit Kicker für ein schwarzes, zwei farblose. Wir kriegen die Kontrolle mit der Kreatur. Sie wird enttappt und kriegt alle bis zum Ende des Zuges. Und wenn das Spell gekickert wurde, wird hier am Ende des Zuges geopfert. Nett. Exsanguinished of Light. Vier Mana wird zerstört, eine Kreatur oder Planeswalker, Mana Value von drei oder weniger. Wenn der Mana Value drei oder weniger war, kriegen wir drei Leben. Oh mein Gott. Ob Jaya tot ist? Timely Interrevenience. Interreference. Ist das, den kenne ich irgendwo, ja. Den Dude. Den gibt es auf mehreren Artworks. Ein blaues Mana Instant für zwei Mana Kicker. Eine Kreatur kriegt minus 1, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Und die Kreatur muss blocken, wenn gekickert wurde. Zieh eine Karte. Hm. Nicht schlecht. The Weatherseed Treaty. Drei Mana mit Read Ahead. Das heißt, wir können jedem Chapter anfangen, wo wir wollen. Das erste Chapter, wir durchsuchen unsere Decken am Standland und bringen es geklappt ins Spiel. Zweites Chapter, wir kriegen 1-1 Subrolling. Drittes Chapter, Domäne, eine Kreatur kriegt plus X, wobei und Trampel, wobei X die Anzahl an Basic Lands ist, die man kontrolliert. The Result Reinforcements. Zwei Mana 1-1 Flash. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegen wir ein 1-1 Soldier. Wow. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur eine von diesen zwei Mana, du kriegst 1-1 Dudes. Krass. Barret, Agrivian Recruiter. 2 Mana 2-2. Also zumindest End Steps, wenn wir eine Kreatur mit Stärke höher als ihrer Base Power kontrollieren, kriegen wir einen 1-1 Soldier. Hm. Können wir als Commander nehmen. Protect the Negatias. Okay, 2 Mana, wenn das Spell gekickert wurde, also für einen Weiß, kriegen wir einen 1-1 Soldier. Wir countern Spell, ist seine Bestzeit 1 für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Asteingleis, okay. Runa Sheoldred's Faithful. Sheoldred, okay. Zwei schwarze, ein blaues, ein farbloses. Human Wizards. Immer wenn man Instant oder Sorcery castet, verliert ihr dein Leben. Und wir können die aus dem Friedhof casten, indem wir zwei zusätzliche Karten aus der Hand abwerfen, um die Mana-Kosten, also zusätzlich zu den Kosten. Hä? Okay. Defile of Instinct, 4 Mana, 4-4, Erstschlag. Als zusätzliche Kosten, um einen roten Spell zu casten, kann man rote Mana, Leben bezahlen. Wenn man dies macht, kosten die ein rotes Mana weniger. Ja. Wenn man einen roten Zauber spielt, Permanent Zauber spielt, und das gilt auch nur für Permanent Spells, fügt der Gegner einen Schaden zu. Auf irgendein Target, okay? Ist nicht so der Wahnsinn. Und wir haben eine Foil. Hurler Cyclops, 5 Mana, 5-4. Wir können für einmal eine andere Kreatur opfern, um dem einen Schaden auf irgendeine Target zuzulassen. Kommt zur Arena, beat the best player. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexate. Ciao, ciao.